Hey, die wollte doch nur eine Mutprobe machen, Mann. Alter! Das bringt er auch gleich drüber übers Feuer. Alter, wie laut die sind! Der haut in den Baum rein, das ist sehr schlau. Es wäre jetzt lustig, wenn du den Baum fällen würdest und der würde dann die Eingeborenen erschlagen. Ja, das würde theoretisch sogar gehen. Nein! Bist du doof. Selber angezündet. Alter, Alter, wie viele! Ich sollte mich mal kurz löschen. Wie viele sind denn das noch? Hier zwei oder was? Komm her! Stirb! Sterb doch einfach! Sterbi! Kannst dich gleich ins Feuer legen. Genau. Bist du jetzt tot? Boah, Alter! Ja, ist gut. Jeder kommt dreimal dran. Keine Angst. Ich habe noch genügend Feuer für dich. Irgendwie der Zahn. Der Zahn. Geil. So. Ich denke immer, du brennst. Gut, dann können wir uns jetzt wieder Knochenrüstung basteln. Läuft. Ich fand es ja auch sehr professionell, wie die Eingeborenen dich nicht erwischt haben, aber wo du dich selber angezündet hast, war die Rüstung weg. Ja, das. Einfach Pro-Gaming. Ich hab's halt drauf und ich sollte vielleicht, warte mal, gerade mal Medizin schlucken. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich ein Nachtlager machen. Pass mal auf, ich zünd hier mal das Feuerzeug an, weil sonst sieht man auf YouTube nichts, habe ich schon festgestellt. Das ist ein bisschen beschissen gemacht. Oh, Knochen. Wie so ein Hund? Oh, Knochen. Verbuddelst du die jetzt irgendwo? Nein. Sollte ich denn? Oh Mann. Huch. Genau, einmal anziehen bitte. So, ich guck mal ganz kurz zwecks Thematik Unterschlupf, Shelter, Temporary Shelter. Könnte man eigentlich eins hier hinsetzen, ne? Lal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 
Ach, guck mal, wir sind in der Nähe von der Schneeregion. Zumindest sieht's so aus. Juhu! Was ist denn hier los? Naja, Nähe, Schneeregion und so. Es hört schlagartig auf zu regnen. Guck mal, hier schneit's und hier? Auf einmal regnet's gar nicht mehr, natürlich. Ja, ist klar, ist logisch. Ein Wildschwein. Wildschwein! Eine Wildsau! Wildsau! Ich gehe mal kurz auf den Speer. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Wildsau! Voll in den Arsch! Und das Ding ist tot! Das hat sich nicht mal gewehrt, das ist ja... Huch, wo ist es hin? Ah, oh, neuer Freund! Es ist Porky! Oh, guck mal, Äste! Ja, ich weiß gar nicht, wie gesund es ist, jetzt hier in der Winterregion zu bleiben, weil wir haben überhaupt keine... Ausrüstung dafür. Wir brauchen spezielle Schuhe, wir brauchen dickere Kleidung, weil wie du siehst, wir sind hier im T-Shirt und in der Jeans. Wir haben ja wahrscheinlich so knapp minus 20 Grad oder sowas. Aber ist ja toll, der ja noch nicht, dass er gefriert, oder? Doch, hier siehst du am Bildschirmrand. Ja, so ein bisschen. Aber da drüben hört es eh schon wieder auf. Also ist das hier so eine kleine Mini-Winterregion oder was? Das ist ja lustig. Noch ein Wildschwein. Das lasse ich leben. Sag mal, wo sind wir denn hier bitte? Nett, am Strand. Hier sieht es ja voll geil aus. Auch wenn es hier nicht wirklich was Brauchbares gibt. Bautechnisch. Kann ich hier runter? Kann ich hier runter? Das funktioniert bestimmt nicht. Einmal bestimmt. Danach hat man es gesehen und braucht es nie wieder, ne? So, kann ich jetzt eigentlich noch Äste mitnehmen? Nö, okay. Bäumchenwedel. Aber haben wir... Wir haben nur drei Pfeile. So, wie war denn das gleich nochmal, dieses Ding upgraden? Man konnte irgendwie... Nee, die Zähne, das war es nicht. Damage Spear Weak. Okay, das war es auch nicht. Das war es auch nicht. Was muss ich denn da noch drauf tun? Ich kannst weiß bestimmt nicht. Federn dran machen. Dann wird er schneller oder sowas. Das akzeptiert er gerade nicht. Oh, wie war denn das gleich nochmal? Wie habe ich... Mit dem Seil? Nee, auch nicht. Es ist halt blöd, weil nicht da steht, was du für Teile dafür brauchst, ne? Mhm. Ich weiß noch, ich konnte den irgendwie upgraden. Mit Geld. Mit Geld geht alles. So, den da dran? Nee. Alkohol? Nee. Upgraded Spear. Ach, ich glaube, da braucht man Knochen. Ich glaube, man braucht Knochen. Aber wir können was anderes machen. Einen Burning Upgraded Stick, ja. Ah. Ja, wir schmeißen ja Alkohol drauf, dann brennt er nämlich, glaube ich, länger. So, dann haben wir nämlich eine ordentliche Fackel für die Nacht. Schön. So, okay. Da wäre wieder Winterregion, sollen wir uns da echt durchkämpfen? Das ist eigentlich ziemlich wagemutig. Nö, für den Anfang würde ich eigentlich erstmal wirklich schauen, dass ich irgendwie mich ausrüste. Die Frage ist halt nur, wo rennen wir hin? Das weißt du doch sowieso nie. Das ist ein gutes Argument, ja, okay. Ich will nämlich eigentlich auch kein allzu großes Lager aufbauen für den Anfang. Jetzt dachte ich gerade da hinten, dieser helle weiße Punkt, der da ist, dass das so ein Lichtgeist wäre wie aus Twilight Princess. Die komischen Viecher, die sind ja auch in der Winterlandschaft so oft erschienen. Ein toter Baum. Was passiert, wenn ich den fälle? Boah, das klingt so brutal auf den Kopfhörern. Das klingt so übel. Als ob dir jemand so mit einer Axt ins Ohr reinhauen würde. Das war richtig schön asynchron. Die Dinger kann man also fällen. Das ist ein Witz. Der Riesenaufwand für ein paar Äste. Großartig. So, hier nehmen wir nochmal ein paar Blätter mit. Wie viel haben wir denn eigentlich davon? 49, es wird.
So, das Problem ist nur, wenn am ersten Tag jetzt schon die komischen Kannibalen kamen, um uns zu fressen, wann tauchen dann bitte die richtigen Bewohner auf? Das dauert normalerweise 2 Tage, bis du die generell mal siehst. Dein Geruch hat sie angelockt. Es war mit Sicherheit der Geruch, ja, ja, doch. Ich habe vor unserem Flug nicht mehr geduscht.